Was machen wir jetzt nur hier ganz alleine im Wald, ohne jegliche Schüler in unserer Nähe? Hast du eine Idee? Hab eine Idee, ja. Mach entspannt. Ah. Alles gut? Bitte mal aufstehen. Bitte aufstehen. Okay. Meine Jacke. Okay. Danke. Oh Gott, bist du im Stress? Hast du mein Handy gehört? Mein Wecker? Nein. Hat mein Wecker gar nicht geläutet? Nee, ich weiß es nicht. Nee, ich habe nichts gehört. Bleib entspannt, die Schüler freuen sich über ein paar Freistunden. Nein, diese Fratzen kannst du nicht alleine lassen. Weißt du, was passiert, wenn ich sie 10 Minuten alleine lasse? Die Direktion ruft mich an. Irgendwer hat irgendwas angestellt. Oh. Mach's wie ich, mal einfach frei. Ja. Außerdem heute ist kein regulärer Unterricht. Wir gehen heute von einer Müllaufsammelaktion haben wir. Wie? Nein! Im Wald. Ach scheiße, wie oft. Ja. Ey, Gott sei Dank muss ich so einen Scheiß nicht mehr machen. Haare passen? Sieht gut aus. Danke. Mhm. Ich bin schon am Weg. Was? Krank? Krank. Ah, okay. Gute Besserung. Nein, nein, ruf du sie an. Okay, wir hören uns. Schlussflug gestrichen, du hast frei? Meine Begleitung hat abgesagt. Oh, jetzt bin ich ganz alleine mit diesen Schülern. Ja, das ist scheiße jetzt, ja. Nein, das ist wirklich scheiße. Mann, du kriegst das hin. Das ist ja ganz ernsthaft. Wir kriegen es hin. Vergiss es. Wir kriegen es hin. Nein, das machen wir nicht. Doch, doch. Tom, das kannst bitte, du mir nicht antun. Mila, hör mir kurz zu. Hör du gut. Mir zu. Es könnte nichts mehr. Es, wirklich, hey, im Wald aufräumen mit Teenagern, wir zwei. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Es ist voll romantisch. Außerdem, wenn die Mädchen gehen doch nicht zum Lehrer, wenn sie irgendein rotes Problem haben. Also, weißt du, was ich meine? Bitte, hey. Ich brauche eine Begleitung. Ich meine das wirklich ernst. Ich brauche dich. Die Kids brauchen dich. Hey, kannst du noch an den Workshop erinnern? Die Kids haben voll auf dich gehört, die haben mitgemacht. Die lieben dich. Bitte. Was kriege ich dafür? Ja, Mom. Was? Okay. Du hast einen Wunsch frei. Ich will, dass du einen Monat lang das Bad putzt, wenn ich Dienst habe. Ich will, dass du meinen Putzdienst übernimmst. Ja? André? Na ja, genau. Und dann will ich einmal Sushi auf deinen Nacken. Okay, das geht klar. Dann komm ich nicht mit irgendwelchen drei Rollen an. Ich will ein richtig dickes Buffet. Okay, verstanden. Okay, das war's? Haben wir's doch. Okay, nice. Ja. Cool. Ach, danke. Mhm. Kannst du ruhig noch Zeit lassen. Ich muss erst mal alle versammeln vor der Schule. Genau. Wir sehen uns dann zum Mittag herum an der Schule. Okay, okay. Tschüss. Bis dann. Danke. Bis dann. Danke. Klar. Ich habe mir meinen freien Tag zwar irgendwie anders vorgestellt, aber wenn Tom jetzt irgendwie so verzweifelt ist, dann bin ich auch kein Unmensch. Ich weiß nur, dass es hier heute definitiv kein Pärchending wird. Wir f***en einfach nur miteinander. Kimi! Hey! Wusste, dass ich dich hier sehe. Komischerweise, bin aber nicht oft hier. Kaffee? Ach ja? Gerne. Hier? To go. To go. Kriegst du, alles klar. So. Wir haben übrigens einen Babynamen. Yes! Und? Yes, es wird Luna. Mond? Ja. Schön. Ist schon niedlich, oder? Freut mich. Ihr habt euch endlich einig gewonnen. Ja, Tatsache. Hi, Mila, mir ist etwas Blödes passiert. Ich habe in der Hektik mein Proviant liegen lassen. Kannst du mir bitte ein paar belegte Brötchen und eine Flasche Wasser mitnehmen? Ich werde 100-mal dankbar. Vielen Dank, bis dann. Ciao. Klar, mache ich. Sollte aber nicht zur Regel werden, ne? Bin ich dein Sklave. Aber ja, kriege ich hin. Voll krass. Wir haben heute so einen komischen Wanderausflug mit so ein paar Schülern, wo wir so ein bisschen Müll aufsammeln gehen und ich begleite ihn. Bin ich nicht nett? Tom und du, ihr seid also schon wir? Was? Hast du gerade gesagt? Ist ja interessant. Nee, also ich helfe ihm ja einfach nur. Er braucht eine Hilfe. Ach so, na klar. Ja. Du hilfst ihm. Ja. Einfach so. Nee, ich begleite ihn. Er hat mich heute Morgen gefragt. Und ich muss eine Woche lang nicht das Bad putzen und krieg Sushi. Also ist das quasi ein Date und du hast endlich ein Ventil gefunden, um Mike aus dem Kopf zu kriegen? Es ist kein Date. Ich bin einfach nur nett. Okay? Deswegen hast du auch gerade so krass gegrinst, als die Nachricht kam. Na klar. Welche?
Ich hab's genau gesehen. Ich kann es nicht leugnen. Na, nee. Das ist einfach, außerdem sind da lauter Schüler. Nee. Weißt du, wie deine Augen gerade geglänzt haben, als du gerade das erzählt hast mit dem Ausflug? Die glänzen, wenn ich jetzt hier gleich meinen Kaffee auf dem Tisch habe. Nee, jetzt ohne Scheiß. Das ist da nur was. Da geht doch was. Da geht doch was. Vielleicht. Ja! Was rastest du? Beruhige dich! Ja, wir haben noch mal miteinander geschlafen und es war wieder echt wunderbar und einfach nur schön. Aber mehr wird da nicht draus, okay? Wir haben beide kein Interesse an mehr. Es ist einfach nur was Lockeres. Du gleitest dein Sexfreund einfach zu seinem Schulausflug. Ja, einfach nur Friends with Benefits und der ist in der Not. Ich bin eine gute Seele, ne? Du bist halt auch in der Not. Wo wir jetzt gerettet werden. Was er ja ganz gut kann. Hey, alles klar, ich lass anschreiben. Viel Spaß! Alter Schwede. Versteck dich aber bitte hinter Büschen oder so, nicht, dass die Kinder das sehen. Ach ja? Mhm. Hi! Emmy braucht gar nicht so zu grinsen. Tom und ich, wir haben mega guten Sex, aber das war's dann auch. Jetzt bringe ich diesen komischen Schulausflug hinter mich und dann war's es erstmal mit irgendwelchen gemeinsamen Freizeitaktivitäten außerhalb des Bettes. Hey, in die Gruppe mit dir. Hopp, 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 hopp. Wie zu Befehl. Dein Brötchen, dein Wasser. Du hast mir eine Jause mitgebracht. Wie bestellt? Das ist Pausenbrot. Okay. Österreichisch. Da ist eine Schrippe drin. Berlinerisch. Geht's los? Ja. Nein, was hinter uns? Wir haben noch ein paar Schülerschaften. Die fehlen noch. Auf die warten wir noch. Und schön, dass du gekommen bist. Klar. Ich habe noch ein paar Fragen zu den Hausaufgaben. Wir sind uns nicht so ganz einig bei Aufgabe 3. Ach so. Also es soll handschriftlich sein? Oder? Ich komm schon. Ja, okay, danke. Ey, ich hab Bock. Nee, okay. Hey, Napraline? Bock auf Gefüllung? Oh mein Gott. Ganz ehrlich, du brauchst einen richtigen Mann. Nicht so, als wäre es fair fröhlich. Okay, wie alt bist du? Noch 12? Was denn? Wenn ich will, ich krieg jede Frau. Ja? Und außerdem, wenn ich mich so angucke, du hast einen echt geilen Arsch. Okay, alles klar. Du, bevor du so eine Frau wie mich anmachst, solltest du dir erstmal ein paar Haare an deinen komischen Kinderklöten wachsen lassen, alles klar? Oder lass dir irgendwo Haare wachsen. Also, ich egal. Ganz ehrlich. Super, alles klar. Was war das? Ach so, der hat gerade seinen ersten Testoschub bekommen. Ist das nicht süß? Der wird langsam, aber auch sicher ein Mann. Der reißt jetzt schon sein Maul auf. Kann er ja, ich auch. Komm mit sowas klar. Er hat wirklich nichts Böses gesagt. Alles gut. Geht's los oder geht's los? Wir warten noch immer auf die restlichen Schüler. Okay, aber dann warten wir jetzt einfach noch ein bisschen. Nicht vor den Schülern. Aber ich kann dich ja mal vorstellen. Werte Schüler, Schülerinnen, schaut doch mal alle her. Das ist Frau Brandt. Bei Fragen kommt sie zu mir, bei Beschwerden zu ihr. Alles klar? Mal ein kleines Applaus, dass sie da ist. Tom ist so brav, wenn es um seine Schüler geht. Und zu Hause im Bett zackt im Elfer jedes Mal eine andere Seite. Und ja, es macht Spaß, ihn zu provozieren. Und wenn ich bei so einem Scheiß hier schon mitmachen muss, will ich meinen Spaß haben. So, werte Mitstreiter des Rechts, meine Kameraden, hier sind eure Waffen, eure Müllsäcke. Tom ist mit den Schülern einfach mal richtig in seinem Element. Es ist echt witzig zu sehen, wie er als Lehrer drauf ist, im Gegensatz zu daheim. Und geht. Aber wollen wir doch mal sehen, wie gut er diese Lehrerfassade hier aufrechterhalten kann. Was Tolles. Los, geht's los. Schau dir die an. Guck mal. Brav, gell? Du hast deine Klasse gut im Griff. Mhm. Warum hast du dich gerade so beeilt? Jetzt sag nicht, du möchtest Zeit mit mir verbringen. Ja, möchte ich eigentlich viel lieber als mit diesem Schüler. Nein. Ja. Aber du liebst doch deinen Beruf. Ja, aber ich liebe auch die Zeit mit dir. Okay. Ja, dann sind wir doch jetzt gleich ein bisschen alleine. Was hast du vor? Müll sammeln. Schade, aber ich brauche das nicht. Ich habe die hier. Du weißt nicht, was ich alles mit dem einstellen kann. Ich, ja, sexy. Findest du nicht? Okay, so, fangen wir an? Dann beteiligen wir uns mal, ja. Was ist denn hier los? Hier ist ja schon alles weg.
Ja, weil ich gute Schüler habe. Nein, das ist kein Müll, das ist mein Handschuh. Ich hab was. Oh nein! Oh, oh! Nochmal. Okay, Reaktion auf jeden Fall. Wir sind ein super Team, okay? Ich weiß. Nein, Tom. Lass in die andere Richtung gehen, dann sind die anderen schon. Okay. Warte. Da habe ich Tom jetzt aber gerade ganz schön in Schwitzen gebracht. Ich mag es aber auch einfach, mit ihnen so ein bisschen zu flirten und ihn dann so ein bisschen zappeln zu lassen. Oh. Alles gut? Alles gut? Ja, das war wohl ein Schlagloch. Cool. Aber ich glaube, wir sind im saubersten Wald Berlins angekommen. Oder ich habe verdammt gute Schüler. Genau. Ja, ich glaube auch eher das Erste. Ja, hast du was gefunden? Na, alles gut. Ich dachte, das wäre eine Zigarette. Jo. Jo. Siehst du da diese kleine Rauchwolke hinten rechts? Nein. Nein? Uh-uh. Ich sehe da eine und ich glaube, dass deine Schüler sich da eine schöne Zeit machen und schön Zigaretten rauchen. Diese Pisser. Wollen wir hingehen? Eigentlich wollte ich Tom ja nur ein bisschen nervös machen, aber so langsam macht mich dieses Spielchen mit ihm schon verrückt. So war das eigentlich nicht geplant, aber aufregend ist es trotzdem irgendwie. Du, Miller. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Echt? Ich habe die Stelle vorhin markiert und die ist auf einmal weg. Du hast die Stelle markiert? Ja. Da hinten. Aber der Weg ist weg. Und es sind auch keine Schüler hier. Jan! Max! Titus! Nein. Ja, ist scheiße jetzt, ne? Ist echt scheiße. Was machen wir jetzt nur hier ganz alleine im Wald, ohne jegliche Schüler in unserer Nähe? Hast du eine Idee? Hab eine Idee, ja. Jetzt haben wir diesen schönen, sauberen Wald einfach beschmutzt. Ach, du kannst mich ruhig öfters begleiten, dann wird er wieder sauber. Gerne. Könnte man für eine Überraschung gut. Echt jetzt? Es ist wieder ordentlich aus. Wie sieht denn jetzt aus? Sehr hübsch. Ja? Mhm. Okay, sehr gut. Schüler. So. Okay. Ja, schön. Hey! Frau Brandt? Hallo. Grüß dich. Ja. Ja. Warum ist denn bei Ihnen nichts drin in der Tüte? Habt ihr hier jetzt nur rumgechillt oder was? Nein, ey, das ist nicht frech, okay? Das kriegst du gleich ein Minus. Wir haben die Tüte schon entleert. In der Mülltonne dort. Ja. Das ist unser zweites. Ja. Genau. Aber hey, ihr habt erfolgreiche Arbeit geleistet. Ihr könnt stolz auf euch sein. Hey, eine Runde Applaus für euch. Ja. Genau, toll gemacht. Ja, ab zum Bus, ihr habt euch das verdient. Sind wir fertig? Ja, wir sind fertig. Cool. Zweierreihe. Das lernen Sie noch. Wir haben es geschafft. Meinst du? Okay. Alles gut, beruhig dich, okay? Ja, okay. Es war knapp, aber... Gut. Das hat sich richtig gelohnt, es hat voll Bock gemacht, nochmal. So geil. Nein, heute nicht mehr. Also nicht hier. Okay. Warte. So jetzt. Das ist cool, jetzt auch nicht mehr fällt. Müssen wir jetzt kitschig mit Zweierreihen und Händchen halten laufen? Das machen wir nicht, ne? Nein. Okay. Ich meine, wenn du willst, aber na gut, so nicht. Nein. Wie lange hat der Hilfe das Wochenende gebrochen müssen? Oh. Hey. So ein Schulausflug kann ja doch ganz schön abwechslungsreich sein. Mehr als ich dachte. Das ist widerlich. Ich bin widerlich?
Ist nicht wahr, oder? Es gibt ein Sexvideo von uns, wer hat denn das gemacht? Ein Schüler von mir, den kennst du schon bereits, Titus. Ach. Er hat mir das gerade geschickt. Er will das an jeden an der Schule weiterleiten und in Gruppenchats posten und was weiß ich. Und will im Gegenzug eine 1 in Englisch. Er ist ein 5er-Kandidat. Der erpresst mich. Ja gut, aber ist das verboten, was wir da jetzt gemacht haben, oder? Was? Nein, nein, das ist, darum geht's nicht. Ich werde erpresst von einem 17-Jährigen. Ein Schüler von mir. Der hat ein fucking Sexvideo von mir gemacht. Okay, ja, dann war es doch verboten, okay. Wenn es die Frau Emeling erfährt, dann bin ich meinen Job los. Ich war Aufsichtsperson. Wir waren Aufsichtspersonen. Und ich weiß nicht, hattest du die Schüler im Blick? Ich nicht. Okay, pass auf, dieser kleine Pisser ist mir eh unsympathisch. Das kann er nicht bringen. Und es wird er auch nicht bringen, okay? Pass auf, wir müssen was unternehmen. Und wir werden was unternehmen. Scheiße, Titus macht ernst. Gib's mir jetzt dieses Scheiß-Video. Alles klar, ansonsten mache ich aus deinen Eiern Rühreier. Darf ich vorstellen, das ist Helena? Ja. Eine Kundin von mir. Hallo. Und ihr Mann, angenehm, Joe. Der ist Tennislehrer. Das ist ja toll. Oder? Tennis ist überhaupt nicht mein Ding. Aber Paula zuliebe mache ich mit. Wir verscheuchen nicht irgendwie Fliegen oder Insekten. Eine fließende Bewegung. Kann ich auch. Genau. So, Hand zum Gesicht. Ich will nichts mehr, als dass du glücklich bist. Wirklich. Und ich sehe, dass Patrice dich nicht glücklich macht. Alle Kraft, die ich habe, werde ich in unsere Beziehung stecken. Versprochen.